Hallo zusammen, hier ist wieder Euchela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Und zwar geht es heute um ein Toy aus Nasjatar. Und zwar heißt es Meeressimulator. Und für dieses müssen wir arkane Kisten in ganz Nasjatar aufmachen. Und ich hatte meine Kiste hier oben bekommen bei den Koordinaten 26, 31. Und zwar war die hier in diesem Schiffsrumpf, hier unter so einem Seestern drin. Habt ihr aufgemacht und direkt das Toy bekommen. Anscheinend ist es auch die Kiste, die höchste Dropchance hat. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, etwa 60%. Es gibt hier aber ein ganz Nasjatar X-Kisten, insgesamt 20 Stück. Und genau, da kann die auch quasi drin sein. Da gibt es auch ein Achievement für, wo man alle 20 aufmachen muss und noch ein paar andere Kisten, wo ich auch gerade dran bin. Und in dem Zuge habe ich das Toy rausbekommen und ein Toy Guide davor habe ich ja schon ein anderes Toy rausgekriegt und zwar so ein Besteck. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das hier mal an. Und damit müssten wir eigentlich das Meeresrauschen simulieren können. Und das gucken wir jetzt mal. Meeres... Ja, genau. Jetzt schauen wir mal. Machen wir das mal an. Ich glaube, man müsste jetzt irgendwas hören. Die Geräusche des Ozeans folgen euch. Sollen wir das mal laut machen? Hört ihr irgendwas? Ah, wenn ich die Musik ausmache und die Umgebungssounds anlasse, hört ihr? Jetzt haben wir so ein Rauschen. Ah, und ein Plätschern. Also das hört man tatsächlich nur, wenn man die Musik quasi leiser dreht oder ganz ausschaltet. Naja. Und ein Vogelgezwitscher hört man noch. Haut mich jetzt ehrlich gesagt nicht so vom Hocker. Ich habe die Sounds eh immer relativ leise, deswegen würde ich sowas gar nicht wirklich wahrnehmen. Aber okay, für Leute, die so einen Meeressound haben wollen, scheint es ein ganz nettes Toy zu sein. Für mich ist es persönlich nichts, aber es ist wieder eins mehr in der Sammlung. Und das ist für mich das Wichtigste und vielleicht für den einen oder anderen von euch auch. Gut, das war's mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Telar, bis zum nächsten Mal. Ciao.